Und diese junge Frau, das ist Claudia Pichler, die hat erst vor 3 Jahren ihre Karriere als Kabarettistin gestartet. Sie kennen sie vielleicht aus Grünwalds Freitagskomödie oder aus dem Vereinsheim Schwabing. Aber als Bühnenkünstlerin ist die Münchnerin, naja, fast dann die Hälfte ihrer Karriere ausgebremst worden, weil ja seit gut einem Jahr fast alle Bühnen geschlossen waren. Dafür war sie gestern eine der ersten, die wieder live vor Publikum spielen durfte. Ihr Lampenfieber war in etwa so groß wie bei ihrer allerersten Vorstellung vor 3 Jahren. Können Sie noch mal klatschen für mich? Die Zeit ohne Geselligkeit und ohne Auftritte war hart. Das war wirklich eine doppelt harte Zeit, ja. Dreifach, vierfach. Nur jeder dritte Platz dürfte gestern Abend besetzt sein in der Münchner Blackbox. Claudia Pichler und die Münchner Volksbühne als Veranstalter haben die Beschränkung auf sich genommen. Hauptsache, die Kultur wird wieder zum Gemeinschaftserlebnis. Die Kabarettistin hat sich ihren trockenen Humor bewahrt. Dann kommt immer so eine Frage, ich verstehe die einfach nicht, warum ich das gefragt werde. Das werde ich sehr oft gefragt, nämlich, und was macht die Männerwelt? Claudia Pichler liebt es, die Absurditäten des Alltags aufzuspüren. Ich schöpfe schon wirklich viel aus Beobachtungen. Also ich schaue Menschen gern an, ich höre denen nur lieber zu. Also ich schnapp da einfach auch sehr viel auf und das spinnt mir halt dann natürlich weiter. Aber deswegen brauche ich auch die Menschen um mich, dass ich da wirklich für die Bühne auch Material finde, ganz klar. Dieser Mangel hat die Lockdown-Zeiten für die 35-jährige Münchnerin besonders hart gemacht. Aber sie hat sich durchgeschlagen und wie geplant das zweite Bühnenprogramm ihrer jungen Karriere zusammengestellt. Corona kommt darin natürlich auch vor. Also sowas wie geputzt wird, bevor Besuch kommt. Ja, und dann ist ein Jahr lang einfach keiner mehr gekommen. Ja, was glaubt ihr, wie das ausschaut und riecht? Ich bin überhaupt keine Rampensau. Ich bin ja eher sehr schüchtern und zurückhaltend. Und jetzt also in große Runden bin ich jetzt nicht die große Erzählerin. Aber auf der Bühne, komischerweise, da scheiße ich mir gar nichts. Und da fühle ich mich irgendwie sicher. Pärchenabend, welch ein Graus. Doch da bin ich fein raus. Silvester wird ganz nett. Weiß vorher nicht, in welchem Bett. Ja, ich bin ganz glücklich. Es war einfach so wahnsinnig herzerfrischend, in einem Theater sein zu dürfen und wieder Publikum sein zu dürfen. Insofern hoffen wir, dass es so wieder weitergeht. Ja, ein rundum gelungener Neustart für die Kultur.